Hallo und willkommen zu Teil 8. Heute verlegen wir die Lichterkette und machen Bastelarbeiten und also Klebearbeiten und machen die kleinen Lichtchen vorne und ich wünsche euch viel Spaß und gleich geht's los. So, wir starten mit dem großen Licht. Hier habe ich ein Garn genommen, das ungefähr dieselbe Stärke hat wie die Wolle für den Bulli und auch wieder Nadelstärke 2,5. Wir arbeiten eine Luftmaschenkette mit 25 Luftmaschen. Dann schließen wir den Ring. Mit einer Kettmasche. Und arbeiten 24 feste Maschen. Also eine Runde mit 24 festen Maschen. Die erste Runde ist wieder mühsam wie immer in die Luftmaschenkette. Ne? Also lasst dir Zeit. Also 24 feste Maschen. So, die kleine Masche hier von lassen wir aus. Das ist die Kettmasche von der Vorrunde, die hier. Und arbeiten jetzt ins hintere Maschenglied. 24 feste Maschen. Also nur ins hintere Maschenglied. 24 feste Maschen. Und wenn wir die 24 festen Maschen dann haben, dann arbeiten wir wieder in beide Maschenglieder und eine Runde mit 24 festen Maschen nochmal drüber in beide Maschenglieder. Also eine Runde ins hintere Maschenglied und eine Runde drüber wieder in beide. So, dann eine Kettmasche und Faden abschneiden und durchziehen und dann die zwei Fäden im Inneren vernähen. So, jetzt kommen wir zu dem kleinen Licht, das hier oben drauf ist. Das ist ganz einfach. Schneiden wir aus der Schablone mit dem Silberpapier einen Kreis mit 14 mm, also zwei Stück, ne? Und die kleben wir dann später einfach hin. So, jetzt kommen wir zu dem großen Lichtchen. Das brauchen wir natürlich einmal, ne? Jetzt schneidest du dir aus dem Silberpapier einmal einen Kreis mit 28 mm. Der ist für unten drunter. Da machst du dann ein Loch in die Mitte rein mit einer dicken Nadel. Da kommt dann das Lichtchen durch. Wenn du ohne Beleuchtung machst, also kannst du dann das Lichtchen einfach so basteln und halt dann ohne die Beleuchtung. Ne? Das kannst du machen, wie du magst. Du kannst dann als zur Probe, kannst du dann einmal das Lichtchen hier von hinten so durchschieben, das erste. Und dann ein anderes nehmen, was mittendrin ist und das einmal so zusammenfalten und dann auch von hinten, dass es durchpasst, ne? Dass das Löchler groß genug ist. Okay, also wir brauchen das einmal mit 28 mm, dann brauchen wir die laminierte Folie einmal mit 28 mm, dann brauchen wir einmal den Moosgummi in Weiß mit 28 mm und nochmal ein silbernes aus dem silbernen Papier mit 28 mm und da machen wir dann im Innenkreis, schneiden wir dann 18 mm raus. Also da legen wir dann die Schablone an und schneiden die 18 mm raus. Da ist dann am besten, du nimmst so eine kleine Nagelschere, da kann man dann am besten mitschneiden. So, jetzt kleben wir das Moosgummi mit Uhu
auf das Silberpapier. Das ist ein bisschen rutschig, durch das, dass die Oberfläche ja so glatt ist. Aber wir machen ja dann später das Gehäkel hier außenrum und dann hat es und dann hat es nochmal Halt. Also jetzt einmal das Moosgummi hier außen dran kleben. Dann das Silberne auch mit dem Loch. Über das Moosgummi drüber. Und zum Schluss dann das Durchsichtige. Einmal oben drüber. So, das Ganze lassen wir jetzt schön trocknen. Und dann sehen wir uns wieder. Noch nicht ganz trocken, also können wir erst noch ein schnelles hintere Licht machen. Da habe ich jetzt ein Oval geschnitten. Das hat bei mir 2,7 cm in der Länge und 2 cm in der Breite, also dieses Oval. Dann aus dem laminierten Bogen, aus dem laminierten Plastikbogen, 2 Stück ausschneiden und dann dieselbe Größe nochmal und dann in der Mitte auch gerade ein kleines Stück rausschneiden, also so ein Kreis rausschneiden, dass dann hier so ein kleiner Rand ist. Und das kleben wir jetzt dann hier oben drauf. Sollte das dann später locker sein, dann können wir da auch dann nochmal etwas Heißkleber mit Heißkleber nachkleben. Also ich habe bei dem anderen Bus habe ich das jetzt so gemacht und das hebt eigentlich ganz gut. Also das müsste klappen. Und wenn nicht, dann kann man nochmal mit Heißkleber nachhelfen. Sollte sich ja was lösen. Ne? Also das dann auch wieder trocknen lassen. Und dann kann man das in der Mitte anmalen. Dem roten Marker, gerade auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe das hier vorne auch noch angemalt, dass das ein bisschen kräftiger ist. Also dann auf beiden Seiten. Okay, also das dann auch zweimal. Und dann richtig trocknen lassen. Ne? So, jetzt ist es getrocknet und jetzt kann man dann das Gehäkel hier drüber ziehen. Die Runde mit dem hinteren Maschenglied hier, die kommt dann auf die Rückseite. Also das ist das hier. Dann so umgebückt ist. Und hier vorne das breitere. Und wenn du magst, kannst du jetzt dann auch nochmal mit Uhu arbeiten, weil wir wissen ja, wenn der Uhu dann getrocknet ist und dann wird er schön hart und dann
verschiebt sich da auch nichts mehr. Also das kannst du dann auch noch machen. Lässt du das dann auch noch mal trocknen. So, jetzt kommen wir zum Verlegen der Lichterkette. Jetzt zeichnest du dir den Punkt an, wo dann das Licht später hinkommen soll. Also so circa ungefähr so. Und dann machst du dir da einen Punkt hin. Und jetzt muss alles von innen drin wieder raus. Also die Schlange mit der Strickmühle, das Bodenteil und hier das Armaturenbrett. Also alles wieder raus. Jetzt noch hinten den Punkt anzeichnen, wo dann das Licht später hin soll auf beiden Seiten. Also so hier rechts und links von dem Batteriefach. Hier etwas höher. Hier so. So, jetzt machen wir hier in der Mitte circa vom Batteriefach hier ein Loch in die Mitte, stechen das durch mit einer Nadel und dann bohren wir das mit einem spitzen, dickeren Gegenstand. Ich habe jetzt hier so eine Stricknadel, so eine dicke. Du kannst vielleicht auch einen Gulli, einen Kugelschreiber oder sowas nehmen, ne? Und bohren das durch. Und dann kommt das Batteriefach hier rein praktisch. Und vorher tun wir aber die komplette Lichterkette einmal hier durchziehen, dass die komplette Lichterkette praktisch innen drin ist. Dann kommt das Batteriefach hier rein. Und jetzt können wir loslegen. So, jetzt stecken wir wieder zuerst mit der Nadel und dann mit einer dickeren Nadel hier durch und bohren die Löcher vor. Und dann starten wir hier jetzt von vorne gesehen im rechten Lichtchen und ziehen die Lichterkette durch. Ne, also von innen komplett durch und gehen in das Lichtchen rein. Von hinten dann. Ne? So. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass du das fixierst. Also wenn dann alles zusammengenäht ist und oben das Dach drauf und innen das Armaturenbrett und alles, man kommt dann nicht mehr hin. Also sollte das dann wieder rausrutschen, dann ist es lichtdefekt. Weil sonst müsstest du alles wieder auseinanderbauen, beziehungsweise es wird dann mit Heißkleber reingeklebt, also da kommst du dann wirklich nicht mehr hin. Deswegen, ich habe da so Alu-Tape genommen, habe das so drauf gemacht, mache aber noch eins. Also lieber ein bisschen zu viel, wieder zu wenig, weil das wäre schon ärgerlich, wenn wir dann extra das Licht verlegt haben und dann rutscht es raus und uns leuchtet nicht mehr. Also das wäre dann schon blöd. Okay, also gleich das erste Lichtchen ist dann hier auf der rechten Seite. So, das kann man dann ein bisschen feststecken. Also kleben tun wir dann alles erst später. Okay. Jetzt kommen wir zum zweiten Lichtchen. Da lassen wir jetzt dann ein Licht aus und nehmen das nächste und falten das hier so ein bisschen und schieben das dann auch hier durch, dass es von rauskommt, ne? Und dann verfahren wir genauso wie beim anderen Licht in das Lichtchen von hinten rein und dann fixieren. Also man kann es dann ein bisschen rausziehen, weil wir haben ja hier das alte Lichtchen ausgelassen. Also kann man das ein bisschen rausziehen, haben wir hier ein bisschen Spiel und dann fixieren wir das hinten auch. Ich kann das halt jetzt nur mit beiden Händen machen, also deswegen mache ich das jetzt und dann komme ich wieder und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt schneide dir 12 wirklich lange Fäden.
Und wir fangen an, also die Kette geht jetzt von hier nach oben und wird hier am Eck, also da gehst du mit der Häkelnadel durch, holst dir den Faden und fixierst die Kette gleich mit einem Knoten. Also hier oben praktisch an der Schiene entlang, ne? Hier oben entlang. Also hier gleich mit einem Knoten fixieren und dann gehst du hier weiter. Hier kommt dann der nächste Punkt, der fixiert wird, auch wieder immer mit Knoten gleich, dass überhaupt keine Chance mehr besteht, dass sich das dann nochmal verrutscht oder ne, dass das dann wirklich gleich so an Ort und Stelle bleibt. Und hier dann nochmal eins, hier nochmal einer und hier in der Ecke auch Knoten. Alles mit Knoten fixieren, ne? Also mit der Häkelnadel so reingehen, den Faden holen und festknoten. Ja, so reingehen, Faden holen und festknoten. Und dann hier im Eck. Und hier nochmal. Hier nochmal. Hier. Dann hier in der Ecke. Und dann kommen wir hier vorne. Das ist der letzte dann. Also 12 Stück. 1, 2, 3, 11 und 12, genau. Okay. Und jetzt haben wir noch so viel übrig. Und da gehen wir jetzt gerade nochmal hier entlang. Hier. Und hier. Bis wir hier hinten sind. Bis wir hier hinten sind. Am selben Faden dann nochmal einen Knoten mit reinmachen. Ne? Also nochmal mit verbinden und nochmal einen Knoten reinmachen. Und befestigen. So, jetzt haben wir noch 4 Lichtchen. 1, 2, 3 und 4. Das direkt gleich. Das letzte hier, das kommt dann hier hin. Also hier durch, wieder Löcher bohren, vorbohren und dann mit einer größeren Nadel oder was das Loch vergrößern. Dann ist ein Lichtchen frei. Und dann kommt hier das nächste Lichtchen. Und auch wieder vorbohren und das Lichtchen durchziehen. Das hier ist noch frei, das bleibt dann hier unten. Das fixieren wir dann auch noch mit einem Faden, mit einem weißen. Na, aber jetzt erstmal die Löcher bohren und das Lichtchen durchschieben. Okay, also ich habe jetzt da die Kette durchgeschoben, die Lichterkette. Und die Lichterkette, das sind ja immer 2 Stück, ne? Also 2 Drähte. Und da zwischendrin nähen wir das jetzt ein bisschen fest. Ich habe jetzt einen festen Knoten gemacht und bin von hier so von hier oben so rein bis vorne hin und habe das schon mal festgenäht mit ein paar Stichen. Dass das also wirklich bombensicher ist und hier nicht mehr verrutschen kann. Dann den Faden noch ein bisschen vernähen. Und abschneiden. Also ich vernähe den noch ein bisschen besser und dann abschneiden. Und dann wiederhole ich das hier drüben auch, ne? Auch ein paar Mal so hier durch. Und wirklich fixieren, dass also absolut nichts mehr passieren kann. Da kommt dann später das Lichtchen so drüber. So, also jetzt ist hier alles verstaut. Jetzt schneidest du dir kleine Pappstückchen. Und klebst die mit Heißkleber nochmal hier so hin. Also da kommt dann am Anfang und am Ende ein kleiner Tropfen Heißkleber und der kommt dann so über die Drahtkette, aber den Draht nicht mit dem Heißkleber bekleben. Also nebendran, ne? Okay, und hinten auch. Alles noch mal ein bisschen fixieren, dass das schön anliegt und dass man nicht so
So, dass die Gefahr nicht gegeben ist, dass man zu schnell hängen bleibt, ne? Okay. Dann kann man jetzt hier nochmal einen Knoten reinmachen an allen Verbindungsstücken hier und den Faden dann ganz kurz abschneiden. Und dann können wir mit dem Klebearbeiten beginnen. Also alles hinkleben. Die Lichtchen und die Stoßstange und das Nummernschild beschriften und hinkleben und die Felgenringe und die kleinen Türgriffe. Also so viel wie möglich jetzt dann bekleben. Und dann können wir auch das wieder reinmachen, diese Platte hier und vorne das Armaturenbrett und auch die Schlange reinkleben mit Heißkleber. Die Strickmüllschlange, ne, die dann hier wegen der Lücke ist. Okay, also können wir jetzt dann mal eigentlich so ziemlich alle Klebearbeiten machen. Ich mache das jetzt auch und dann sehen wir uns wieder. So, also ich habe jetzt alles geklebt. Hier vorne habe ich ein bisschen Watte reingestopft, dass es ein bisschen bauchiger ist und dann die Fenster hier angeklebt und diese Spitze hier angeklebt und auch die Schlange mit der Strickmühle und die Lichtchen und alles hier. Die Felgen, Felgenringe und hier hinten habe ich auch ein bisschen Watte reingestopft und das hier habe ich auch angeklebt. Das hier oben und die Stoßstange hier unten. Jetzt zeige ich noch unten wegen den Reifen, wegen dem Draht, wie das angeklebt ist. Da habe ich dann einfach eine Pappe genommen und da dann Heißkleber drauf und das genauso hier drüber geklebt, dass das dann bleibt. Ne? Okay, ja. Und dass der Bus dann auch ein höheres Gewicht tragen kann, habe ich dann hier diese aus Styropor beziehungsweise diesen gepressten Schaumstoff und habe ich hier dann ein bisschen umwickelt mit Alu-Tape dann für unten drunter, dass er dann mehr tragen kann. Ne? Okay, und hier drin habe ich dann auch die Schlange angeklebt und also ist jetzt alles an seinem Platz. Okay. So, das war jetzt Teil 8. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und danke fürs Zuschauen. Tschüss.